Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Der Chef lernt Digitalisierung. Heute mit einem echt spannenden Thema, Blockchain. Lohnt sich das für den Mittelstand? Bleibt dran. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Der Chef lernt Digitalisierung. Heute mit Fabian. Grüß dich. Hallo. So, freut mich, dass du dabei bist. Wir haben ein schönes Thema heute, Blockchain. Ich bin mal gespannt, ob wir meine Bitcoins wieder freigeschaufelt kriegen. Nee, aber lass uns mal über schöne Themen reden, wie zum Beispiel deine Masterarbeit. Du hast Masterarbeit gemacht, bist jetzt ein Jahr bei den Beitragenden. Und das zum Thema Blockchain. Spannendes Thema. Magst du kurz ein paar Worte drüber sagen? Ja, gerne. Also erstmal schön, dass ich das erste Mal dabei bin. Ist ja die Premiere für mich. Ja. Genau, ja, Masterarbeit. War damals zum Thema Blockchain. Bei mir haben damals in der Uni haben eben alle, jeder hat was mit Machine Learning gemacht. Hat auch ein anderes Hype-Thema, ne? Jeder hat was mit künstlicher Intelligenz gemacht, mit Machine Learning, und den Professoren hing es schon zu den Ohren raus, und ich habe mir gedacht, na, ich mache auch ein Hype-Thema, aber was anderes mache ich Blockchain. Auch super interessant. Kam ja damals gerade wieder so auch der Hochschwung und jetzt aktuell ja wieder total, total der Hype drum. Ja. Genau, dann Masterarbeit drüber geschrieben über ein ganz interessantes Thema. Du hattest ein spezielles Thema, digitale Rechte, Digital Rights Management, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, schon ein paar Tage her wieder. Genau, ja, ich hoffe, ich erinnere mich auch noch. Ja, war sehr interessant. Also, wie du gesagt hast, zurzeit auch so ein totaler Hype über diese NFTs, schimpft sich das ja, so eine Abkürzung. Ich kann es immer nicht aussprechen. Non-Fungible Tokens. Mhm. Also, genau. Letztendlich, was steckt dahinter? Man spricht ja immer der Bitcoin. Man stellt sich das vor, das ist immer so eine Münze. Dann habe ich diese Münze und das ist ein Bitcoin. Aber so ist es ja nicht. Letztendlich ist es ja eher so wie, es ist ja was Digitales, und blöd gesagt, eine Bankbewerb sagt ja nicht auch, du hast einen Euro, sondern du hast, was weiß ich, irgendeine Zahl, die sagt, du hast jetzt, was weiß ich, 10.000 Euro und du hast 5.000 Euro. Aber die haben jetzt nicht 5.000 einzelne Euro-Stücke für dich da liegen. Und genauso ist es ja beim Bitcoin auch. Und bei diesen NFTs ist es ein bisschen anders. Das muss gar nichts mit Geld zu tun haben. Man sagt aber, es gibt einen digitalen Token, den man entweder was mit was Digitalem verbindet oder mit was Reellem. Zum Beispiel, ich sage jetzt, ich habe hier so in der Kunstszene, ist ja aktuell sehr allgegenwärtig, ich habe jetzt Bild und ich habe so ein NFT, so ein Token. Und ich sage, wer diesen Token besitzt, der besitzt auch dieses Kunstwerk. Wird gesagt, das war auch so das Thema meiner Masterarbeit. Was ist denn das Internet? Das Internet ist ein riesiger Datenvervielfältiger. Mhm. Und wenn ich jetzt dir eine Datei schicke, hast du genau dieselbe Datei. Und man kann nicht mehr prüfen, was war die Originaldatei. Natürlich gibt es sowas wie Wasserzeichen und sonstiges. Aber man kann nicht sagen, ja, was ist jetzt das Original? Ne? Und da hat man eben gesagt, man nimmt diese Non-Fungible Tokens und sagt, wer diesen Token hat, der hat auch sozusagen das Recht, die Rechte zum Original. Und wenn man die eben verschicken möchte, dann schicke ich dir diesen Token und dann hast du das Original sozusagen. Und darum hat sich... Die Fragestellung ist schon, was ist mit digitalen Bildern oder so, was das dann für Konsequenzen hat. Weil ich kann sie ja immer noch einsehen. Also es ist ja dann eigentlich auch so ein öffentliches Gut in dem Sinn, wo ich sagen kann, kann ich mir angucken? Mir gehört es halt nicht, aber so what eigentlich. Ne? Ja, also in der Realität ist es ganz einfach gelöst, blöd gesagt. Mhm. Jemand besitzt, sage ich mal, einen Picasso, den hat er an der Wand hängen, und viele Leute können einen Ausdruck davon besitzen. Ja. Aber man kann immer leicht sagen, ja, okay, das ist der Original. Ein Experte wird dir sofort sagen, das ist das Original und das ist ein Ausdruck. Ja. Und im Digitalen ist es ja super schwierig festzustellen, wenn eine Datei genauso ausschaut wie die andere, woher will man wissen, was das Original ist? Ne? Ja. Das nicht. Genau, also das war das Thema meiner Masterarbeit. Bringt diese Technologie eben Möglichkeiten, da irgendwie eine bessere Lösung für zu finden? Ja. Darum hat sich die Masterarbeit gedreht. Ja, und das ist jetzt ein Jahr her und wir machen ja Business-Applikationen und auch unter anderem für den Mittelstand, auch für größere Unternehmen, auch für kleine Unternehmen. Aber das Thema Blockchain ist uns bis jetzt nicht wirklich in
irgendeiner Weise untergekommen. Wir machen jetzt die beiden, wir machen jetzt 12 Jahre Softwareprojekte. Da gibt es viele Themen. Cloud, okay, Cloud war vor vielen Jahren immer noch eine Frage. Machen wir jetzt Cloud oder machen wir nicht? Klar, jetzt machen alle Cloud. So, und jetzt ist das Thema, ne, Machine Learning auch, okay. Ne, hat man seinen KI-Algorithmus, den man als Service irgendwo buchen kann, okay. Das Thema Blockchain, das ist auch was, was sich jetzt so langsam etabliert. Die Frage ist, im Mittelstand, ist der Mittelstand zu klein, immer noch zu kleine Unternehmen oder brauche ich in meinem Unternehmen überhaupt eine Blockchain oder ist ein übergreifendes Thema? Oder wo, wenn ich einen großen Prozess über mehrere Unternehmen zum Beispiel habe oder mir angucke, dann kann eine Blockchain schon interessant sein. Jetzt sage ich mal, ich habe mal, ja, man googelt ja ein bisschen, informiert sich, guckt mal Videos an und so. Jetzt bin ich auf eine Headline gekommen, Smart Contract prüft Vertragsbedingungen. Und da habe ich mir gedacht, okay, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also nach dem Motto, in der Blockchain gibt es ja Smart Contracts und Smart klingt ja gut. Und da könnte ich ja dann auch bestimmte Vertragsbedingungen oder Dokumente prüfen und die dann, sagen wir mal, dauerhaft nicht veränderbar abspeichern. Mhm. Macht es Sinn, wenn ich jetzt sage, ein Smart Contract ist doch auch so ein Begriff, der wahrscheinlich was anderes bedeutet, oder? Ja, da fliegen unglaublich viele Buzzwords rum in dem Bereich. Ja. ja, was ist jetzt wieder ein Smart Contract? Ne? Smart Contract ist eigentlich ein kleiner Programmcode, der dann eben nicht wie er sonst immer auf irgendeinem Server ausgeführt wird, sondern auf der Blockchain ausgeführt wird. Ja. Was hat das für einen Vorteil? Die hat eine unglaublich hohe Integrität der Daten, also die Daten sind nicht veränderbar. Das heißt, ich kann so einen kleinen Programmschnipsel auf die Blockchain spielen oder auf, besser gesagt, auf irgendeine. Und dann ist der da. Und dann kann man ja dieses Code is Law sagen, also wenn der einmal drauf ist, dann kann der nicht mehr verändert werden. Das heißt, wir haben dann, blöd gesagt, können wir Vertragsbedingungen abspeichern und die kann dann keiner mehr verändern. Und das ist schon eigentlich ganz interessant, wenn man so als Alternative zum klassischen Servermodell diese Blockchain sieht, da wird es schon ganz cool, weil es eben mehr ist als nur, ich habe hier diesen Bitcoin und für was ist der für Übertragung von Werten. Ist ja, sagen wir mal, ein guter Use Case, aber sehr eingeschränkt. Und wenn wir dann jetzt zu diesen Smart Contract Plattformen sind, die ja immer auf Blockchains oder meistens auf Blockchains aufbauen, dann wird es schon interessant, weil dann kommt auf einmal so eine ganze Welt offen, weil man ja blöd gesagt auf einmal ganz viel damit machen kann. Ne? Und ist dann schon cool. Also ist ja auch gerade die ganze Szene noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ne? Wir haben jetzt die Technologie und was kann man damit machen? Ne? Und da entwickelt sich es gerade so ein bisschen. Und das ist auch ganz interessant zu beobachten. Ne? Ja, richtig. Also das ist eben auch das, was ich entnommen habe. Also für den Mittelstand brauche ich ganz konkrete Anwendungsfälle. Ich meine, die meisten, die bei uns jetzt anfragen oder die Projekte, die wir machen, das sind ganz konkrete Dinge. Da weiß ich, da gehe ich von A nach B und weiß eigentlich, wie ich das mache. So. Das Thema Blockchain, was du gerade angesprochen hast, das sind ja so ein bisschen Spielwiesen, die schon sich zukunftsmäßig auswirken können. Na, also gerade wenn du mal in Richtung Blockchain denkst und IoT-Daten zum Beispiel, kann ich durch eine Public Blockchain zum Beispiel auf die Daten zugreifen, kann ich die Daten verkaufen, kann ich diese ganzen Prozesse, die dann auf der Blockchain abgebildet sind, nachvollziehen. Und neue Businesses erstellen. Ja, natürlich. Also es ist schon, ich finde es schon sehr interessant, weil es so ein bisschen in dieses, auch so ein bisschen in den Geist der Zeit passt, so über die letzten Jahre mit dieser, wie bekommt man mehr Privatsphäre über seine Daten? So, die sammeln Daten überein und wem gehören dann die Daten? Gehören die mir oder gehören die Facebook oder einem x-beliebigen anderen? Und da ist es schon ganz cool, wenn man so denkt, ja, eine Blockchain, die existiert und da steckt keiner dahinter und keiner kann da eigentlich so richtig Einfluss drauf nehmen. Und dann gibt es da natürlich Projekte, die halt dann sagen, okay, gib dem User sozusagen die Macht zurück. Ne? Ich meine, du hast dann deinen Account, blöd gesagt, auf der Blockchain und was damit für Daten verbunden sind, die dem gehören, der hast du dann die Macht drüber. Ne? Und da kann keiner, keine zentrale Entität, darum geht es ja immer, ein dezentrales System zu haben,
Da gibt es keine zentrale Entität, die da jetzt die Macht drüber hat, okay, ich schalte es jetzt einfach mal ab oder die Daten, die verkaufe ich jetzt einfach mal. Das finde ich schon interessant, ja. Ja, also sind auf jeden Fall Businessmodelle, die wir jetzt so, ich sage mal bei uns, die Projekte, die wir machen, sind auch super interessante. Ne? Das sind IoT-Projekte, wo wir Daten von Produktionsanlagen erfassen, ganz vielfältige Themen. So Dinge jetzt in der Blockchain abzubilden. Meine Vermutung ist, das ist vielen da doch ein bisschen noch zu riskant, weil es noch nicht so etabliert ist. Mhm. Ja. Ist einfach, ich glaube, das hat auch so ein bisschen gerade noch so ein Branding von, da wird spekuliert und sonstiges und da wird Geld rumgeworfen und sonstiges. Was bringt das für Business Value oder was will ich da mit meinem Unternehmen? Das ist doch alles nur Schall und Rauch, so, ne? Und ja, da sich wegzuentwickeln, ist gerade noch so ein bisschen im Kommen. Ne? Ja, also wenn man das jetzt mal mit der Cloud zum Beispiel vergleicht, ne? Früher war es ja so, da hat man gesagt, na, meine Daten, die müssen auf jeden Fall auf meinem Server, in unserem Serverraum liegen. Die möchte ich nicht in die Cloud geben. So ähnlich ist es ja jetzt auch mit der Blockchain, weil die Daten, die sind dann nicht auf deinem Server in der Cloud sozusagen, wo auch nur du drauf zugreifen kannst, sondern die sind ja dann auch in gewisser Weise gestreut. Also da habe ich als Unternehmen auch nicht als Einzelner einen Zugriff, gerade wenn ich es richtig anwende. Weil was macht es mir, innerhalb von meinem Unternehmen eine Blockchain zu machen? Das geht ja nur für übergreifende Dinge. Na, also für Größe, wo ich entweder einen Prozess über mehrere Unternehmen abfahre, zum Beispiel irgendwelche Logistikprozesse, oder wo ich wirklich public Dinge mache, wie jetzt NFTs zum Beispiel, oder andere Dinge, wo viele Menschen drauf zugreifen. Und da gebe ich ja ähnlich, wie wenn ich jetzt meine Serverräume in die Cloud gebe und jemand anders in die Hand, so gebe ich meine Daten eigentlich auch jemand anders in die Hand. Das ist auch so eine Art, na, kann ich mich davon trennen? Haltung, denke ich, die da entsteht, aber die Blockchain eigentlich mit sich bringt. Ja, würde ich schon so sagen. Also da muss es schon irgendwie so ein Umdenken geben. Ne? Und oftmals, gerade wie du jetzt dann gesagt hast, oftmals bringt es dann vielleicht in manchen Use Cases dem Unternehmen an sich gar nicht so viel. Aber es bringt halt dem Benutzer was. Ja. Und dann ist halt die Frage irgendwann, wenn das genug umschwenken, ob halt dann die Benutzer nicht sagen, okay, der macht das jetzt nicht. Der will noch meine Daten haben. Wieso kann ich nicht selber meine Daten haben? Gehe ich dann noch zu dem, ne? Und dann muss man es natürlich machen. Ne? Und es ist natürlich aber für das Unternehmen ist es natürlich auch super. Ja, ich benutze es als Marketing. Ne? Ich gebe die Power zurück an die User und zum Beispiel, ja, genau. Ist auch eine Möglichkeit. Ne? Ja. Super spannende Themen. Hat mich sehr gefreut, Fabian. Ich denke, wir machen hier mal einen Cut. Da können wir noch stundenlang weiter diskutieren. Finde ich gut. Ich bin wieder ein Stückchen schlauer geworden. Du nicht, du wusstest das ja alles schon. Aber zumindest mir hat es ein bisschen was gebracht, oder? Für mich war es eine gute Auffrischung. Also gute was man alles so in einem Jahr vergessen kann, ist auch immer interessant zu hören. Ja, genau. Ja, freut mich sehr, dass du die Zeit genommen hast, Fabian. Und ihr Ideen habt, an alle Zuschauer gerichtet, wenn ihr Ideen habt, was man bringen soll, was wir diskutieren können bei uns. Wie gesagt, wir haben ganz viele Themen bei den Beiragenten. Als nächstes das Thema. Ja, wir hatten ja gerade schon Thema künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz. Hype-Thema angesprochen. Künstliche Intelligenz. Lass uns mal künstliche Intelligenz machen. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Wir haben ein bisschen was im Repertoire auch noch, womit wir uns nächstes Jahr beschäftigen. Da finden wir bestimmt was Schönes. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und dir auch nochmal vielen Dank, Fabian, und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss. Tschüssi. Ciao.